Hallo, heute geht es um ein sehr umstrittenes Thema in der Welt der Haare und zwar um die silikonhaltigen Produkte. Und ja, ich selbst habe eine ganze Zeit lang auf Silikone verzichtet. Das ist auch schon eine ganze Weile her und das wisst ihr wahrscheinlich auch aus dem ein oder anderen Video von mir, wo ich euch Haarprodukte oder irgendwelche Sachen empfehle. Und mittlerweile hat sich meine Meinung etwas geändert dazu, denn in den Medien wird uns ja immer gesagt, dass silikonhaltige Produkte nicht gut sind für die Haare und es kommen natürlich auch immer mehr Produkte auf den Markt, wo keine Silikone enthalten sind. Und ich habe mich ganz durch diesen ganzen Dschungel mal durchgekämpft und habe da für mich den passenden Weg gefunden. Und den möchte ich euch heute, meine Güte, gerne einmal vorstellen. Ganz wichtig, was ich vorab sagen möchte, jeder hat seine eigene Meinung und wir können uns gerne in den Kommentaren austauschen und einfach mal so ein bisschen diskutieren, wer eher für Silikone und wer gegen Silikone ist, wer da gute Erfahrungen gemacht hat oder eher schlechte Erfahrungen. Ich möchte aber nicht, dass wir uns in den Kommentaren völlig da streiten. Wenn wir konstruktive Kritik an uns üben, finde ich das super, aber wenn das dann unter die Gürtellinie geht, ist das gar nicht mehr so schön. Deswegen bitte ich euch, lasst uns einfach eine positive Diskussion in den Kommentaren führen und da nicht groß rumstreiten, denn jeder Mensch hat seine eigene Meinung und jeder soll es auch einfach so machen, wie er es für richtig hält. Ja, was sind eigentlich Silikone? Silikone sind auf den Shampoos eher als Dimethicone oder Dimethiconol bekannt und es gibt noch ganz viele andere unzählige Bezeichnungen und der wichtige Unterschied bei Silikon ist, dass wir einmal die nicht wasserlöslichen Silikone haben, die wasserlöslichen Silikone und die bedingt wasserlöslichen Silikone. Und ich habe euch einmal eine Liste zusammengestellt, welche Silikone halt in welche Kategorie gehören und die findet ihr in der Infobox und da könnt ihr dann bei euren Produkten gucken, wie das Ganze aussieht und ob ihr diese dann weiter benutzen möchtet oder eher nicht. Ja, was ist eigentlich ein Silikon und warum wird es in Shampoos angewendet? Also wozu ist das eigentlich überhaupt da drin? Es gibt ja einmal die natürlichen Öle, wie zum Beispiel das Olivenöl oder das Kokosöl oder ja, es gibt halt viele Öle, die man sich auch selbstverständlich in die Haare machen kann. Nur geht doch gerne mal in ein Reformhaus und kauft euch ein natürliches Öl oder in einen ganz normalen Supermarkt und macht euch das in eure Haarspitzen. Ihr werdet dann sehen, dass dieses Öl eure Haare extrem beschwert und ihr aussieht, als wenn euch irgendwie, ja, als wenn ihr 300 Tage eure Haare nicht gewaschen hättet und eure Haare absolut fettig wären. Und dann ist die Industrie hergegangen und hat ein synthetisches Öl hergestellt und zwar werden da Proteine an pflanzliche Proteine gekoppelt. Man darf da aber das nicht falsch verstehen, das Ganze ist chemisch, auch wenn sich das immer so nach irgendwelchen natürlichen Inhaltsstoffen anhört, wie ja, natürliche Proteine sind da zwar auch mit drin, aber sie sind halt mit Silikon gekoppelt. Also ist das schon chemisch, das darf man auf keinen Fall vergessen. Das Ganze ist aber im Gegenzug zu einem natürlichen Öl nicht so beschwerend für das Haar. Es lagert sich auch um das Haar an und schützt das Haar in dem Sinne, lässt auch keine anderen Einwirkungen mehr an das Haar dran, was natürlich auch wieder positiv und negativ ist, wo ich auch gleich nochmal drauf zurückkomme. Aber wenn ihr das Ganze aufgetragen habt, fühlen sich eure Haare geschmeidig, aber nicht ölig oder fettig an. Wenn ihr solche Produkte schon mal verwendet habt, wisst ihr sicherlich, was ich da meine. Was viele nicht wissen, ist, dass das Silikon in ganz vielen Bereichen in unserem Leben zu finden ist und einfach nur dieser schlechte Fokus auf die Haarindustrie gesetzt wurde. Es gibt zum Beispiel eine Bauchschmerztablette, die Silikon enthält, wo einfach, wenn man so Schaum im Magen hat, das Silikon, ich bin jetzt hier nicht aus der Medizin, aber so ungefähr erkläre ich euch das, wird der Schaum einfach durch dieses Silikon herabgesetzt und das wird einfach ganz normal wieder ausgeschieden, denn es gibt kein Bakterium und kein Organismus, welches dieses Silikon zersetzen kann, wo wir auch gleich nochmal auf den Aspekt der Umwelt zu sprechen kommen. So, damit ich jetzt hier nicht völlig durcheinander werde, bleiben wir jetzt erstmal beim Thema. Und zwar die Silikone, die in den Brüsten sind, das sind auch solche Silikone, oder Gleitgel, was die Frau sich in die Scheide einführt, das sind auch Silikone. Und wenn das Ganze irgendwie schädlich wäre für uns, dann würde es solche Sachen ja nicht mehr auf dem Markt geben. Und auch in der Medizin, wenn man sich zum Beispiel vergiftet hat mit irgendwelchen reinigenden Substanzen, wie zum Beispiel Schaum oder Spülmittel, und wenn Kinder sowas trinken, dann bekommen die auch im Krankenhaus eine Art Silikon, was das, diesen Schaum quasi verschwinden lässt und das Silikon wird ganz einfach wieder ausgeschieden aus dem Körper. Also es bleibt nicht drin und es ist auch nicht schädlich. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt, was macht
denn überhaupt dieses Silikon am Haar und wo ist das einfach sinnvoll einzusetzen? Also ich habe euch ja schon ganz oft erklärt, dass ein Haar aussieht wie ein Tannenzapfen. Die Schuppenschicht öffnet sich und die Schuppenschicht schließt sich. Und wenn man sich das Haar mal betrachtet, vom Ansatz bis in die Spitzen, ist das so, dass natürlich das neu nachgewachsene Haar, da ist die Schuppenschicht astrein und auch in den Haarlängen funktioniert eine Schuppenschicht super. Und da muss ein silikonhaltiges Produkt nicht eingesetzt werden, beziehungsweise ein nicht wasserlösliches Silikon sollte an diesen Stellen nicht eingesetzt werden. Denn gerade wenn ihr eure Haare dunkler färbt, in Brauntönen oder so, ist es natürlich schwierig, wenn ihr ein Silikon benutzt habt, was nicht wasserlöslich ist, weil dann kommt die Farbe nicht mehr dran, genauso wenig wie Dauerwellflüssigkeit und eure Haare können halt nicht gefärbt oder umgeformt werden. Beziehungsweise ist die Haarfarbe dann einfach fleckig. Also wenn man sich so mal im Internet die Foren durchliest, was ich natürlich auch in der Zeit, wo ich recherchiert habe, ob ich silikonhaltige Produkte benutzen möchte oder nicht, da sieht man halt viele Menschen, die sich darüber beschweren, dass die Kopfhaut anfängt zu jucken. Ja, das kommt halt einfach durch diese günstigen Produkte aus der Drogerie, wo halt diese nicht auswaschbaren Silikone drin sind, die ihr euch auf die Kopfhaut schmiert und das lagert sich immer mehr an und die Kopfhaut kann nicht mehr atmen und deswegen verspürt ihr halt diesen Juckreiz oder diese schnell fettenden Ansätze und so weiter und so fort. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr auf der Kopfhaut und auf den Ansätzen lediglich Shampoos benutzt, wo entweder keine Silikone drin sind oder Silikone, die bei der nächsten Haarwäsche wieder weg sind. Und ich werde euch jetzt einmal kurz meine Produkte vorstellen. Und zwar wisst ihr, dass ich einmal dieses Shampoo benutze. Das ist von Schwarzkopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade heftig überbelichtet ist, aber das ist das BC Color Free Shampoo. Das ist mein Silber-Shampoo und das gibt es auch nochmal als Color Safe Shampoo. Da ist lediglich das, Moment, ich suche es euch eben raus, das PEG-Dimethikon drin. Und wenn ihr in die Liste nachher schaut, die ich euch in die Infobox verlinkt habe, seht ihr, dass das ein auswaschbares Silikon ist. Das heißt, wenn ich auf Silikone komplett verzichten möchte, wie jetzt zum Beispiel bei meiner No-Poo-Challenge war, nach dem nächsten Mal Haare waschen, das wieder herausgewaschen. Also das sind halt die guten Produkte aus dem Friseurbedarf, da zahlt ihr aber dann auch ein bisschen mehr Geld. Genauso wie bei Produkten, wo halt keine Silikone drin sind und die haarpflegend sind. Bleiben wir mal bei dem Tannenzapfen und zwar ist ja die Haarspitze sehr geschädigt, weil sie halt schon sehr oft geföhnt worden ist, weil sie eventuell schon öfters mal blondiert oder gefärbt worden ist und da ist natürlich eine nicht intakte Schuppenschicht vorhanden, wo einfach keine Pflege der Welt irgendwas heile machen kann, außer dass ihr eure Haare abschneidet. Und da kann man dann quasi so ein Haaröl benutzen. Da habe ich ja euch einmal dieses hier in einem Video vorgestellt oder ich habe hier so ein Haarserum. Da gibt es ja ganz viele und egal welche Haaröle ihr euch anguckt, steht meistens Dimethikone und Dimethikonol drauf. Und das sind die beiden, die auf jeden Fall nicht auswaschbar sind. Das spielt aber auch keine Rolle an den Haarspitzen, weil sie nach ein paar Monaten abgeschnitten werden und um sie einfach in der Zeit, wo sie noch an euch sind, schön aussehen zu lassen, gibt man halt Spitzenfluid oder irgendwelche Öle, die halt diese Dimethikone enthalten in eure Spitzen, weil es da einfach nicht wichtig ist, dass diese bei der nächsten Haarwäsche wieder verschwunden sind. Weil ich hatte euch dieses Öl vorgestellt, weil ich super begeistert bin und hatte dann den ein oder anderen Kommentar darunter, ja, das ist voll von Silikonen und so, ja. Aber das macht in den Haarspitzen überhaupt gar nichts aus, weil das Haar ist ja eine verhornte Schicht, es ist tot. Und gerade die untere Schicht, da habt ihr dann durch diese Dimethikone eine Ersatzschuppenschicht. Da brauchen eh keine Pflegestoffe mehr dran, die das Haar gesund machen, weil es gibt nichts, was die Haare wieder heile macht, außer sie abzuschneiden. Und ein Dimethikon legt sich, wie gesagt, um das Haar herum, also ein Silikon und versiegelt es und es ist quasi eine Ersatzschuppenschicht, die zwar nicht mehr zu öffnen ist und wo auch nichts mehr reinkommt, aber ihr könnt ja wie gesagt eh nichts daran tun, dass dieses Haar wieder heile wird, gerade in den Spitzen. Deswegen kommen wir jetzt zum Fazit, was Silikone angeht, was meine Meinung betrifft, das sage ich auch nochmal hier dazu. Ich benutze auf der Kopfhaut und in den Längen entweder ein Shampoo, wo keine Silikone drin enthalten sind oder ein Shampoo, wo auswaschbare Silikone drin sind. Ich verweise noch einmal auf die Liste in der Infobox, da könnt ihr euch das alles einmal genau durchlesen und wisst dann direkt Bescheid. Und in den Spitzen gebe ich dann gerne ein Öl, damit meine Haare super gesund und glänzend aussehen. Und das muss natürlich nicht ausgewaschen werden, logischerweise, weil ihr schneidet sowieso. Also ich schneide meine Haarspitzen einmal im Monat und nach werden die kaputten Stellen abgeschnitten und die Stellen, wo das Öl bzw. die Silikone dran sind, sind dann, also die nicht auswaschbaren Silikone, sind dann einfach verschwunden. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Thema Umwelt, weil da hatte ich dann auch den ein oder anderen Kommentar, ja,
du tust der Umwelt damit nichts Gutes. Wenn wir schon einmal bei dem Punkto Umwelt sind, ich glaube, jeder, der sich darüber beschwert, dass durch Zahnpasta oder durch solche Produkte das Trinkwasser verschmutzt wird oder so, sollte sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, dass er jeden Tag in sein Auto einsteigt oder in den Bus oder in sonstige Sachen und auch allgemein andere Dinge, die wir so im Alltag machen, die nicht gut sind für die Umwelt. Und ich verweise auch nochmal darauf, dass die meisten Leute, die Anti-Silikone, was Haarprodukte betrifft, gar nicht wissen, dass zum Beispiel auch Silikone in Kosmetik sind, in der Tagescreme, die ihr benutzt, gerade auch in Produkten, die gegen Falten sind. Da sind meistens Silikone drin, die die Falten auffüllen soll und so weiter und so fort. Also viele sind halt gegen diese Silikone in den Haarprodukten und verwenden halt in ganz vielen anderen Produkten diese, selbst halt in der Medizin, und das gelangt genauso in unser Trinkwasser und in die Umwelt, und deswegen finde ich das immer so ein bisschen unfair, dass man halt auf diese Haarprodukte so schimpft und die anderen Produkte einfach benutzt. Naja, das sei mal so dahingestellt. Ich lehne mich da jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich bin halt der Meinung, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bewiesen ist, dass diese Silikone schlecht für die Umwelt sind. Weil wenn wir jetzt überlegen, dass wir in einer Bauchschmerztablette oder in der Medizin diese Silikone haben und der Körper sie einfach ausscheidet, wir aber wiederum die fehlenden Organismen haben, die diese Silikone zersetzen können, aber wir das dann quasi wieder durch unser Trinkwasser aufnehmen, ist es ja eigentlich nicht sonderlich schlimm, da wir sie ja dann wieder einfach ausscheiden, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber da könnt ihr mich auch gerne in den Kommentaren aufklären, was genau das Schlimme in der Umwelt ist. Also mir ist es schon bewusst, dass diese fehlenden Organismen, die dieses Silikon zersetzen, fehlen, weil es die einfach nicht gibt. Und dass wir dann hinterher einfach zu viele Silikone auf der Welt haben vielleicht. Aber der ein oder andere hat es vielleicht studiert oder hat irgendwie Ahnung davon. Und da wäre ich natürlich sehr dankbar, wenn ihr mich da mal aufklärt. Das wäre es dann soweit zu dem Thema Silikone im Haar. Ich hatte so oft Fragen von euch, ganz besonders auf Instagram, habt ihr mir so viele Direktnachrichten geschickt. Ich habe mich sehr lange davor gedrückt, das Video abzudrehen, weil ich weiß, dass dieses Thema sehr extrem auseinandergeht. Da gibt es entweder die Leute, die es mögen, oder die Leute, die es hassen. Und ich weiß, dass es da auf jeden Fall Streit in den Kommentaren gibt. Und ich bitte euch, seid bitte lieb zueinander und lasst jeden seine Meinung vertreten. So. Das wäre es dann soweit zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und konnte euch einfach mal zeigen, wie ich das Ganze so mache. Und ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss!